Gesundheitswarnung. Personen mit Herz-Kreislauf-Schwankungen sowie Schwangeren wird von der Nutzung dieses Spiels abgeraten. Sie spielen dieses Spiel auf eigene Gefahr. Das trifft ja beides auf mich zu. Zumindest sehe ich aus wie eine Schwangere. So, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Indie-Horror-Quatsch mit mir, Lunetschki. In dem Fall mal ein Spiel, das sich, Entschuldigung, von sehr vielen Leuten schon gewünscht wurde. Ich konnte es mir endlich besorgen. Vielen Dank an den Parler Games dafür, der Kontakt mit mir zusammen, beziehungsweise für mich, zum Entwickler aufgebaut hat. Und mir das Spiel quasi hat zukommen lassen über den Entwickler. Danke dafür an beide Entwickler und Pater selbst. Ich musste erst ein bisschen schon mal vortesten. Also ich habe jetzt nur den Anfang des Haus gesehen. Ich hoffe, dass es dann auch weiterhin gut läuft, weil das Spiel ist wohl relativ schwierig zu optimieren wegen der Unity Engine. Das sieht für ein Unity-Spiel schon extrem gut aus auch. Hat nur ein paar Probleme eben wegen der Engine. Deswegen kann es sein, dass es zwischendurch mal ein bisschen ruckelt. Da kann ich da nichts für. Das ist halt, wie gesagt, vor allem für AMD-Systeme auch ziemlich schwierig, das Ganze zu optimieren, wie es hieß. Habe ich mich in den Foren durchgelesen. Habe ein paar Einstellungen auf Medium und Low stellen müssen. Aber ich hoffe mal, das macht euch nichts aus. Wir starten ein neues Spiel mit Pineview Drive. Die Pinien... wie nennt sich das? Pinienblick-Ecke. Drive ist ja so eine Auffahrt oder eine Einfahrt. Quasi so eine Fahrt. Wo es dann endet. Am Ende des Waldes zum Beispiel, wenn da so ein Männer steht. Oh, was ist denn hier los? War da gerade irgendwie ein Mädchen? Oder ein weißes Kleid? Ich hab's nicht genau erkannt. Sah gruselig aus. Oder wie eine Maske oder sowas. Oh, ist ja ein echtes Video. Mit echtem Krass. Ja, was schon wieder? Das war doch ein Mädchen, oder? Rennen wir da ein Mädchen hinterher? Upp. 20 Jahre später. Ich habe es jetzt nicht genau verstanden, aber wir werden sicherlich einiges erfahren. Der aktuelle Spielstand wird automatisch jeden neuen Spieltag gespeichert. Sehr schön. Dann bin ich mal gespannt. Es lädt. Und das ist wohl irgendwie etappenweise, episodenweise irgendwie in verschiedene Tage eingeteilt, je nachdem wie lange man überlebt oder sowas. Gibt es den letzten Tag zu erreichen? Ich bin mir nicht 100% sicher. Man hat auf jeden Fall mehrere Tage. Und ich bin gespannt. Das ist also meine kleine Karre. Aus wie ein alter Volvo. Was ist es denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ziemlich hübsch. Oben links ist eine grüne Energieanzeige, die ich noch nicht deuten kann. Das heißt, wir können sprinten. Wir können vermutlich deswegen auch sterben. Pineview Drive, da sind wir ja schon. Na, schau mal, Kiek. Verschaffe dir Zugang zum Grundstück. Finde den Schlüssel zum Tor. Na, dann werde ich mal hier irgendwo im Rasen suchen müssen. Irgendwo ums Eck oder so. Wie gesagt, ist jetzt nicht die beste FPS. Irgendwie ein bisschen ziemlich komisch optimiert. Aber egal, ob ich hoch oder auf ganz niedrig stelle, es ändert sich kaum was. Deswegen habe ich jetzt alles soweit eingestellt. Ich glaube, Medium ist das geringste, was ich einstellen konnte. Ansonsten alles in der vollen Montur. Vielleicht nochmal einen Schritt durch den Wald zurücklaufen. Ist auf jeden Fall von einem deutschen Entwicklerstudio, die eigentlich dafür bekannt sind, Simulatoren zu machen. Folge dem Weg, um zu flüchten. Damit gibst du auf und beendest das Spiel. Nee. Ich gebe garantiert nie auf. Eigentlich sind sie für Simulatoren bekannt. Ich weiß jetzt gerade nicht. UIG, war das nicht, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind sie eigentlich für Simulatoren bekannt. Und haben sich bei einem Horrorspiel versucht, das wohl auch die Psyche deines Handelns beeinflussen kann, beziehungsweise dich erkennt. Je nachdem, wie man sich erschreckt, stellt sich das Spiel wohl darauf ein. Ich muss mal ganz kurz auf den Desktop. Ich habe gemerkt, ich habe im Hintergrund noch Facebook und Skype offen. Ich bin gleich wieder da. So. Da sind wir auch mal wieder. Jawoll. Ich muss jetzt gucken. Hier muss doch irgendwo ein scheiß doofer Schlödel sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der Schlüssel? Mein lieber Mann, vielleicht im Auto. Das Sprinten ist auch ein bisschen wurstig gestaltet. Oh, was war denn das jetzt? Okay. Ist noch ein bisschen Bug und beglitscht, aber ist ja auch relativ jung. Das Spiel ist jetzt gerade mal... Ach, guck mal, da liegt er ja. Einen Monat draußen, drücke E, um Gegenstände aufzunehmen und zu benutzen. Liegt der Frau, die will ich gerne auch aufnehmen und benutzen. Ah. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Oh, deutsche Sprachausgabe. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ah, hat er damals eine Freundin. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Ach ja, die haben irgendwie Verstecken im Wald gespielt oder so und jetzt ist sie verstorben und jetzt will er herausfinden, was hier passiert ist. Also will einen Weg in das Haus finden. Ich denke mal, der Haupteingang wird wahrscheinlich äußerst blockiert sein. Ja, Kröten. Hallo, kleiner Kröte. Okay, dann suchen wir mal nach einem Schlüssel wieder, der hier irgendwo rumliegen könnte. Oder irgendein Spezialweg. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, dass er sich sehr auf den Spieler einlässt, das Spiel. Lasse ich mich genauso auf das Spiel ein, wie das Spiel sich auf mich. Oh, zeigst du deine Brüste nicht? Guck mal hier, Brüste.
Titten. La 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 la. Oh, da war was, oder? Nee, es war nur irgend so ein grauer Klumpen auf dem Boden, der zum Boden gehört. Hä? Schwell jetzt was. Batterien? Du brauchst zunächst eine Taschenlampe. Das heißt, ich muss mir noch ein Taschenlämpchen holen. Die wird wahrscheinlich irgendwo rumliegen, da kann ich mir die Batterie packen. 30 Tage haben wir also Zeit, etwas zu entdecken. Ich hoffe, man kann es auch schaffen. Nicht, dass es irgendwie so heißt, von wegen, wenn du es innerhalb von 30 Tagen nicht geschafft hast, dann stirbst du ganz grausam. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie, ist ja wie gesagt episodenartig aufgebaut. Alter, wie riesig! Das ist ja hübsch hier! Es war, hat zwar ein paar komische Ränder hinten, wie gesagt, nicht 100%, ist aber wahrscheinlich Unity-mäßig zu verdanken. Noch mehr Batterien, ich habe keine Taschenlampe. Du Penner! Jetzt gib mir den Scheiß! Ob man da hin kann irgendwann? Stimmt, aber jetzt aktuell noch nicht. Ich bin auf jedem Stein versunken. Passiert. Ist halt nicht 100% bugfrei, aber da lassen wir uns trotzdem drauf ein. Ich habe schon viel größere Scheiße gespielt. Ihr wisst ja, Luna spielt sämtlichen Rotz. Tag 1. Es hat geladen, es hat also so eine Vogelscheuche gezeigt im Ladescreen. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass ich zur Vogelscheuche muss. Und dann, ich habe mir keine anderen Let's Plays dazu angeguckt. Ich weiß, das Spiel gibt schon eine ganz, ganz große Weile. Hallöchen. Hast du was für mich? Ein Schlüssel oder so? Bin ich zu dusselig, um was zu finden? Vielleicht ist der Hintereingang. Vielleicht ist der ja offen. Oder hier liegt irgendwas rum. Ich könnte mir die Axt schnappen. Und einfach das Ding einschlagen. Die Tür ist verschlossen! Finde zum Schlüsselblitzen! Zerbäumen! Ich will den Schlüssel nicht finden, ich... möchte einfach nur rein. Schlag doch die scheiß Scheibe ein, Mann! Nein, ich bin ehrlich und nett. Ich tue niemandem etwas. Okay. Kann man hier durchgucken? Mon chéri? Okay. Hier ist irgendwie nichts. Ich finde aber auch nichts. Jetzt renne ich hier stundenlang rum und suche einen Kackschlüssel oder was. Ich gucke mich einmal genauer um. Wenn ich merke, dass ich ihn nicht so schnell finde, dann erspare ich euch die Sucherei auf jeden Fall. Das Ganze dann... weil das ist ja sonst... das ist ja sonst doof. Guck mal hier. Eine Schaukel. Die sieht aber nicht mehr so ganz aus. So ganz, ganz. Kann man vielleicht noch ein bisschen schaukeln? Nein, physikalische Spielereien sind nicht möglich. Schade. Hätte man die Source Engine nehmen sollen. Die wäre perfekt dafür geeignet, rumzuspielen. Mit Source kannst du alles. Da hat so ein Kind auf dem Arm. Das ist natürlich schön. Hast du auch einen Schlüssel für mich? Nein, natürlich nicht. Elfrieda, Mensch. Da lag was. Das war nur Gehölz. Ich weiß es nicht. Brünsche. Und schon wieder Taschenlampen. Batterien. Gedönse. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Drinne. Im Schweinetrog. Oder im Pferde. Nee, schon wieder nur. Blätter auf dem Boden. Raschel, raschel. War ich das? Habe ich mich selbst beraschelt? Gut, Leute. Bevor. WTF? Hat irgendwas geknackt. Ich hab eine HP. Meine HP sind runter. Nur weil es geknackt hat oder was? Sei mal nicht so fies. Mir juckt der Fuß. Moment, ich kratze mal kurz. Vielleicht ist die Tür ja jetzt offen. Das wäre zumindest schön. Aber ich gehe nicht von aus, dass sich das einfach von alleine öffnet. Da was auf dem Boden, das waren bloß Blätter. Da waren bloß Blätter. Ich knuschel schon wieder in mich rein, weil ich so konzentriert bin. Oh. Ich erspare euch den Scheiß. Bis gleich. Leute, ich bin mega behindert. Mega behindert. Der Schlüssel liegt die ganze Zeit hier neben der Kacktür, Mann. Ist das Rotze oder was? Gut, gehen wir rein. Au! Die Tür erschlägt mich. Das ist ja aber hübsch hier. Ja, kann man sich gefallen lassen. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Okay. Dann untersuchen wir mal die Hinweise hier ganz, ganz genau, ganz akribisch. Vielleicht am Telefon. Hallo, ich möchte gern telefonieren. Eine Pizza, bitte. Mit extra viel Champignons. Nam, 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 nam. Hübsches Haus. Alter, ich brauche jetzt für jede Kacktür einen eigenen Schlüssel oder was? Ich mach erstmal Licht an. Finde den passenden Schleusel.
Die geht auf. Wundervoll. Mehr Licht wäre nicht schlecht. Eine hübsche Statue. Du siehst gruselig aus. Aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Gucken wir mal, ob wir den hier irgendwo benutzen können. Eine der ersten Türen. Die Tür ist verschließt. Jawohl. Was war das für ein Sound? Kommt da was Böses? Sieht zumindest nicht so aus, oder? Licht an. Licht aus. Licht an. Wunderschön. Gut, dann gucken wir uns mal hier die Bücher an. Vielleicht gibt es ja hier einen Hinweis. Vielleicht hat ja jemand ein Tagebuch fallen lassen. Wir können uns auch nicht hinhocken. Nein? Okay. Dann weiß ich Bescheid. Das heißt, wir werden uns erstmal ganz genüsslich hier in Ruhe umschauen. Die Taschenlampe haben wir immer noch nicht. Wofür war der Raum jetzt da? Ich würde hier ein Licht... Ist das Licht jetzt wieder aus? Nee, okay. Das möchte ich natürlich nicht. Aber das sieht gut aus. Das Buch, das ist... Nein, das sind Streichhölzer. Damit kann ich Kerzen anzünden. Das ist ja schön. Falls es mal dunkel wird. Nur wo sind Kerzen? Da vorne. Hui. Schön. Mache ich mal ein bisschen Licht. So. Ich würde aber sagen, da der Raum irgendwie scheinbar für uns keinerlei weiteren Nutzen hat, oder ich irgendwas übersehen habe, sprinte ich erstmal hier... Es wird dunkel draußen, kann das sein? Es ist auch dunkel hier drin! Verdammte Scheiße! Die Tür ist verschlädelt. Die Tür ist offen. Wundervoll. Licht? Jawohl. Wir machen das Licht, dass hier immer noch Strom funktioniert. Finde ich ja äußerst sonderbar, aber immerhin... Es gibt Strom. Ein Schlüssel! Das ist doch schön. Finde und suche den Schlüssel. Darum handelt das Spiel, oder was? Ich finde diese Statue so ultra grotesk, gruselig, Mann. Ich weiß nicht, warum das auch so ein bisschen so laggy ist. Nee, genau, die Tür hatten wir, dann gehen wir jetzt mal in die Tür. Die Tür ist auch nicht aufmachbar. Die funktioniert jetzt gar nicht, da mache ich einfach mal eine Kerze an. Und wir wenigstens ein bisschen Licht haben. So, mein lieber Fräulein. Wirklich effektiv sind die ganzen Lichter hier aber nicht, wa? Die machen auf jeden Fall... Die Tür ist verschlossen. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt, wo es dunkel wird draußen, dass hier irgendwas Gruseliges passiert. Das hatten wir schon. Was war? Hallo? Ist da gerade was runtergefallen? Nee. Klingt auf jeden Fall alles nicht so einladend hier. Sind das Türen? Ja. Oh Gott. Ein bisschen Licht muss sein. Das ist ganz schön dunkel hier drin. Das finde ich nicht so fein. Tralalalalalala. Vielleicht Zigarren. Erstmal eine Zigarre puffen. Zum Runterkommen. Okay. Hübsche Katze. Kann ich das nehmen? Ach ne, ich kann es nur anmachen. Okay. Ey, ist das dunkel oder ist das dunkel? Scheiße. Schlüssel. Schlüssel ist immer gut. Jetzt weiß ich nur nicht, für welche Tür. Aber immerhin, wir schließen einfach mal alles auf. Ich frag mich nur, warum das so schlecht läuft, das Spiel. Die Tür ist verschleudert. Jetzt habe ich mittlerweile nur 14 FPS, das ist echt krass. Die Beleuchtung und so, das scheint irgendwie nicht so geil zu sein für meinen PC. Vielleicht sollte ich doch mal die Beleuchtung und so runterstellen. Weil kaum ist Licht da, ich teste es mal aus. So, jetzt läuft es doch schon wesentlich angenehmer. Ich habe die Echtzeitspiegelung einfach auf niedrig gemacht. Da wird dann hier die Dinger und so. Das sieht immer noch gut aus, aber spiegelt nicht mehr so krass. Jetzt habe ich wenigstens durchgehend 30 FPS. Das war hervorragend. Vielleicht reicht es ja auch auf Medium. Das probiere ich aber im nächsten Part aus. Alter, ist das furchtbar. Dunkelheit hier. Geil, okay. Immerhin sehe ich jetzt was. Streichhölzers. Kann man nie genug haben. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr einladend aus, muss ich gestehen. Noch ein Schlüssel. Dann weiß ich jetzt, für welche Tür. So. Alter, ist das dunkel hier vorne. Gibt's da nicht irgendwas zum Beleuchten? Nein, natürlich nicht. Für welche Tür war das jetzt nochmal? Für die? Hä? Verstehe das einer. Ey, hier drin ist aber auch die purste Finsternis. Licht? Ja, immerhin. Doch. Schön beleuchtete Halle.
Aber ganz ehrlich, nachts würde ich mich hier nicht hintrauen. So. Machen wir hier nochmal ein bisschen Licht. Genug Streichhölzer haben wir, ja. Schon, ist schon atmosphärisch auf jeden Fall. Ordentlich gruselig. Gerade so ein riesen Männer, so ein Anwesen. Alter. Ist das ein Lichtschalter? Dankeschön. Musst du denn mir so einen Grusel bereiten? Ey, man sieht wirklich überhaupt nichts. Ich hätte die Taschenlampe einpacken sollen. Wenn es eine gäbe, hätte ich sie gern eingepackt. Hä, ich sehe nichts, Alter. Kerze. Wenn man hier irgendwo... Ich laufe jetzt in die Finsternis. Das ist zwar mega unheimlich. Okay, hier ist nichts. Höre auf, irgendwelche Knarzgeräusche zu machen, als würdest du hinter mir stehen. Spiel, du. Ich habe zwei Schlüssel, von denen keiner hier funktioniert. Ich laufe jetzt rückwärts. Damit du mir nichts kannst. Alter, wie bitte? Ich bräuchte eine Taschenlampe. Ich bräuchte echt eine Taschenlampe. Kann ich eigentlich noch rausgehen? Ich kann sogar noch rausgehen. Haha, ist das schön. Nur sieht man nichts. Ich habe da draußen aber ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Bleib erstmal hier drin. Oh, warum muss man auch alleine, statt sich einen Kumpel zu suchen? Ey, hier, hast du mal Bock, mir zu helfen? Ich hab da mal einen Plan. Für eine geile Idee. Ich will mal meine alte Putze da besuchen. Wo Miss Chantalle Jacqueline irgendwie damals unterwegs war. Der Tür ist auch verschlossen. Finde den passenden Arsch. Ich wollte mich doch roffeln, oder was? Habe ich denn keine andere Möglichkeit, irgendwie... Habe ich ein Menü oder so? Ich würde ja irgendwie mal ein bisschen mich umgucken können. Aber da es ja hier keine Taschenlampe gibt. Nur zig Trilliarden Kerzen. Wahrscheinlich müsste ich raus, oder ich habe eine Taschenlampe vergessen. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Aber in der Dunkelheit sieht man... Das ist so lächerlich. Ah, guck mal. Wie jetzt? Hier war ich doch vorhin. Wie geht denn das? Irgendjemand ist hier. Und verarscht mich. Aber volle Möhre. Volle Leute gewaltig, ey. Okay. Ist scheinbar nirgendwo mehr was. Ich muss mich also irgendwie... Ich gehe jetzt raus. Ob er wollte oder nicht. Ich gehe da jetzt raus. Alter, ist das finster, Mann. Wenn ich was sehen könnte. Ich verstehe es nicht. Warum ist denn das so düster? Das ist doch nicht gewollt, oder doch? Ich gehe nochmal raus und guck mal bei meinem Wagen, ob ich da eine Taschenlampe habe. Ich versuche mal zumindest, mich irgendwie zu orientieren. In der finstersten Finsternis. Wie kann man nur... Ist der denn bescheuert, ey? Ohne Taschenlampe losgehen. Der hat da keine Taschenlampe in seinem scheiß Auto. Aber ich hatte doch vorhin auf der Hinterseite des Hauses so eine andere Tür noch. Wenn ich irgendwie was erkennen könnte. Ich stapfe jetzt wirklich durch die kompletteste Finsternis, die ich überhaupt kenne. Und versuche mich irgendwie daran zu orientieren. Hier ist nämlich eine weiße Hauswand. Das hier auch... Ist das gruselig, Alter. Das hier auch irgendwo eine scheiß Tür war. Ich erkenne wirklich... Das ist aber so schemenhaft, dass man wirklich raten müsste, wo die Tür gewesen ist. Aber versuche ich es einfach mal. Vielleicht passt ja einer der beiden Schlüssel da rein. Oder der Haupteingangsschlüssel hätte gepasst. Ich glaube, hier war die Tür. Oder auch nicht. Scheiße. Gruselige Geräusche im Haus... Da ist die Tür. Ich komme irgendwie nicht vorbei, weil irgendwas im Weg ist. Super. Alter Schwede. Ich hätte keine Lust drauf. Ganz ehrlich, wenn ich hier alleine wäre, ich würde mir sowas von erstmal in die Hose kacken. Und damit meinen Feind verscheuchen.
Der mit so einem, vor so einem Scheißgeruch, ganz ehrlich, wenn jemand sich in die Hose gekackt hat, mit dem legst du dich nicht mehr an. Der hat schon alles verloren, der schmeißt dir die Scheiße um die Ohren. Oh Gott. Hilfe! Ich seh nix! Alter, das ist... Das ist doch grotesk. Absolut grotesk, dieses Spiel. Das heißt, wir müssen wirklich drinnen irgendwas suchen. Oder ich zumindest. Ich suche dann drinnen was, weil ich mich nicht auskenne. Fickenderlunz. Lass mich rein. So. Aber ich finde auch nichts. Weil ich zu dusselig bin. Für so einen Scheiß. Verdammt. Ah. Huch, da ist mir doch die Aufnahme abgeschissen. Ja. Wie gesagt, ich finde immer noch keinerlei Hinweise, wo ich hier hingehen kann. Es ist so furchtbar, dieses Spiel. Hier geht's irgendwie scheinbar weiter in die Dunkelheit. Nur wohin genau? Ich blicke ja nicht mehr durch, weil es hier einfach zu düster. Ach, guck mal da. Licht. Ein bisschen wenigstens. Aha. Ja, wundervoll. Okay, hier ist auch Licht. Sehr schön. Was haben wir denn hier alles Feines drin? In diesen Schränken. Eine Taschenlampe. Geil. Das ja. Das gefällt mir doch. Blub, blub. Da liegt Zeug, da liegt noch mehr Zeug, das brauchen wir alles nicht. Alles witzlos, okay. Ich werde auf jeden Fall mit der Taschenlampe so sparsam wie möglich umgehen. Einfach nur um... Aha. Da mal hinzuleuchten. Da mal hinzuleuchten. Okay, wir können einfach hier geradeaus weitergehen. Wunderbar. Kurz reinleuchten. Lichtschalter suchen. Taschenlampe wieder aus. Um möglichst viel Batterie zu sparen. Das ist ja süß. Gut, ich habe auch, noch genug Streichhölzer. Ich hau einfach das mal an. Da gibt's ja eh ganz viele von. Ist zu Ende? Das war ein schönes Lied. Hübsches Bild. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Da geht's nicht weiter, aber hier gibt's Licht. Okay, Licht geht nur aus. Die Tür ist verschlossen. Natürlich muss ich einen passenden Schlüssel finden. Ist das schön oder ist das schön? Aber immerhin funzt jetzt die scheiß Taschenknifte. Das heißt, ich kann jetzt hier... Guck mal, da ist ein... Das ist einfach so lächerlich. Mann! Oh! Ich will keine Schlüssel, das ist ein Gemeindespiel. Ich will aber Schlüssel finden. Vielleicht muss ich ja draußen irgendwas suchen jetzt. Die scheiß Taschenlampe da ist. Das war nur für die Halle. So, okay. Da ist ein Riss in der Wand. Den irgendwie benutzen können für irgendwas? Ich glaube nicht. Warum geht's jetzt runter auf 15? Die FPS in diesem Spiel sind manchmal so eigenartig. Das mag man nicht für möglich halten. Okay, aha. Aha. Ah, hier, guck mal, hier ist eine Box. Die hatten wir aber schon. Gut, das funktioniert alles nicht. Wofür ist der eine Schlüssel jetzt da? Den ich jetzt nicht weiß einzusetzen. Das ist doch alles kurios hier. Ich doch. Nicht ihren Ernst, oder was? Hä? War das schon immer so? Angekommen im alten Landhaus. Es machte einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Ah. Ich glaube, Kapitel 1 ist durch, oder? Tag 2! Wir haben gepennt. Wundervoll. Bisschen eigenartig, aber nette Atmosphäre auf jeden Fall. Guck mal hier, sogar im Gästezimmer. Hohohoho. Gut, wir haben auf jeden Fall eine Menge begrenzter Zeit. Ich guck mal eben, weil ich jetzt so viele Cuts gemacht habe, wie lange ich schon aufnehme, um zu gucken, ob wir dann gleich weitermachen oder ob ich dann schon den nächsten Part anbreche. Oh, tut mir leid für die ganzen Cuts, irgendwie ist heute der Wurm drin. Also bis gleich. Ja, der erste Part ist auf jeden Fall durch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Pineville Drive mit Melonetschki. Es ist auf jeden Fall ein gruseliges Gruselspiel und es wird noch gruseliger im Laufe der Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.